Hallo Leute, Silvia und willkommen zurück zu Lavanir. Wir stehen vor dem Museum. Ich habe das Buch in Hand. Ich wollte mal mit euch zusammen gucken, wo man es abgibt. Ich hätte ja fast gedacht, irgendwie hier drin. Das sieht eigentlich eher aus wie Sitzbänke, oder? Achso, oder muss man es auch hier drin abgeben? Ne. Das Museum würde... Warte mal, würde sich das Museum erst dann freuen, wenn die Knochen alle vollzählig sind? Kann sein, oder? Gut, ja, lass es mal da drin liegen. Ansonsten habe ich die Basis erstmal irgendwie gebaut und irgendwie ist, glaube ich, leider das richtige Wort an der Stelle. Und ich gucke gerade, ich suche diese besseren Schmelztiegel, die hier nicht sind. Ich weiß gerade gar nicht, ob die hinten in diesem T1-Shop drin waren. Sollen wir mal gucken. Ja, ich habe auch sonst noch nichts gemacht. Ich muss doch nochmal umbauen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in der letzten Folge gesehen hattet. Aber... ich habe da Mucks gebaut. Ah ja, hier sind sie. Ja, guck mal. 1300 einer. Aber es ist das, was ich gesucht habe. Ich habe nochmal ein bisschen Geld zusammengekratzt auch. Und was ich mal probieren will, ist, ich will jetzt mal mit dem Fahrzeug auf die Ladefläche fahren. Und gucken, ob ich das auch einfach direkt ins Fahrzeug stellen kann. Das hätte ja auch was. Warte mal. Ja, da kommt man halt schlecht ran, ne? Dann müsste ich mich nämlich nicht so mit dem Dingens abmühen, sondern mit dem Karren. Gucken wir mal. Er wertet's. So, jetzt haben wir quasi Gold. Und dann haben wir Eisen. Und dann brauchen wir Clotium. Und dann brauchen wir dieses rote Zeug, was wir noch nicht haben. Habe ich was vergessen? Ich weiß gar nicht, warum man das schmieden soll. Kann man diese Dinger verkaufen? Lohnt sich doch gar nicht, oder was? Tja, keine Ahnung. Oh, hier, ne? 500 Eisen. Oder ist das Eisen? Das sieht so blau aus, ne? 500 Eisen und 100 Clotium, ne? Das ist nur Eisen. So, das heißt aber... 4 Stück sollten reichen. 1, 2, 3, 4. 5.000 weg. So, 22.000 noch übrig. Gut, wenn ich jetzt weiß, dass wir so viel übrig haben, dann möchte ich hier vorne gerne nochmal diese Edelstein-Konnektoren Zusammenpresser holen. Warte mal, so. Ja, doch, da hinten. So. So, wir haben quasi blau, das wäre jetzt der zweite, also sagen wir mal grün, das wäre rot. Dann haben wir noch Diamanten und wir haben den schwarzen in Onyx und das ist es doch dann, ne? So, brauche ich diese Dinger? Naja, vielleicht nicht so verkehrt. So, warte mal, das ist jetzt Gold, Eisen, dann haben wir hier Clotium und dieses andere rote Gestein, dann haben wir jetzt blauen Edelstein, grünen Edelstein, roten Edelstein, Diamant und Onyx. Nochmal 5000. Das ist aber okay. Ah, ich brauche hier noch ein paar Stepsel. Wo ich es gerade sehe. Einmal. Zweimal. Und wahrscheinlich auch noch ein drittes Mal. Und Sicherheitshammer nehmen wir noch ein viertes Mal mit. Dann haben wir einen über im Zweifelsfall. Lava-Filterhaken.
Das ist nicht so ein Wasserdruck irgendwas Zeug. Ne. Brauchen wir aber auch nicht, hä? So, warte mal, nehmen wir eigentlich das Ding mal mit. Dann können wir mal gucken, wie viel wir da zum Bauen brauchen. Ne. Und dann können wir das noch auf den Bauplatz stellen. So, wir haben noch 15.000 übrig. Das ist perfekt. So, dann. Das haben wir sichtbar. Dann stellen wir das auch noch auf. Jetzt noch ein bisschen die Frage, wo. Machen wir es hier. Huh? Und dann. Waren das dann alle Bauplätze? So, T3. Oh, hier, guck mal. Kernsteinbarren sind das. Ja, okay. Gut, die kriegen wir jetzt erstmal noch nicht. 5400 Hartsteinblock. Na. Ist das eigentlich jetzt dann alles? Das haben wir fertig. Ja, hier ist fertig. Gibt es hier was Schönes noch, was wir brauchen können? Hier ist gar nichts. Das haben wir. Das brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Gelangt 0 Stufe 1 und 2 verwendbar, ja, um Sachen aufzusprengen. Gut, Stufe 2 haben wir ja noch nicht mal. Das sind ja auch alles Tokens hier. Tja. Nö. Dann haben wir jetzt wirklich nur noch den einen Laden zum Aufbauen. Weil die Frage ist nämlich, mit wie viel Kapazität wir den nächsten Hartsteinblock machen. Ich habe den jetzt auf 7000 gestellt. Das würde für den Laden ja schon mal reichen. Und was wir aber mal tun können ist, wir können, glaube ich, mal hier durchfahren gerade. Zu dieser, was auch immer das ist, Geostation, keine Ahnung, was wir da ausbauen können. Oh, oder kann man da noch einen neuen Claim mit erschließen? Wäre ja spannend. Weil ansonsten dreht sich ja dann irgendwann nur noch darum, jetzt diese Tokens irgendwie abzuarbeiten. Und das ist ja noch ein ganz schöner Schritt. So, da ist, na, Lava müsste auch mal wieder nachgefüllt werden. So, wo ist das Teil? Das muss irgendwo da drüben sein, glaube ich. In die Richtung rumfahren ist vielleicht auch mal nicht verkehrt. Vielleicht sehe ich ja doch noch mal irgendwo was leuchten. Ein paar Knochen fehlen ja noch. Da hinten ist die Station. Ich glaube, so viel Materialien brauchte die nämlich auch nicht. Und dann können wir nämlich das Ding hier mal zu Ende bauen. Ich glaube, das ist auch ein gutes Folgenziel. Genau, das braucht zwei. Ach, guck mal hier. 800 Hartstein. Okay. 1200 Eisen. Na, das kriegen wir doch hin. 1200 Eisen. Ja, und dann werden wir mal sehen. 1200 Eisen, 800 Hartstein. Ich glaube, die 800 haben wir so ja schon fast zusammen. Ja, es ruckelt doch ein bisschen hier mit dem Zeug im Auto. So, jetzt noch nicht vergessen, was es war. 1200 Eisen, 800 Hartstein. 1200 Eisen, 800 Hartstein. So, wo ist denn hier endlich die Straße, sag mal? Dorten. 1200 Eisen, 800 Hartstein. Ah, da habe ich vergessen. So, aktuell können wir nämlich die Anlage noch nicht in Betrieb laufen lassen. Ist ja endlich eine neue Quest für uns hier? Gerade eben nicht, hä? So, dann zeige ich euch nämlich, wie weit ich gekommen bin. So, so sieht's aus. Fast so wie vorher hier oben. Hab nochmal umgebaut hier. Unten auch. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Genau, 800 Hartstein. Zack.
Das heißt, wenn er 800 hat, kommt's raus. Und 1200 Eisen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Habe ich Eisen irgendwo liegen? Oder habe ich das verarbeitet? Ne, das habe ich bestimmt im Auto liegen. Das hier. Und. Naja, guck mal. 980. Ein bisschen Eisen brauchen wir auf jeden Fall noch. Das war auch vom Wert her ganz schön teuer. Ne? Aber gut, dass ich das Eisen nicht verarbeitet habe. Ich habe mir sowas schon gedacht. Das Gold hatte ich verkauft. Den Rest aber nicht. So, jetzt mal kurz hier den Kahn rausnehmen, dass ich was sehe. So. Jetzt ist die Idee, dass ich euch das erstmal nochmal in Ruhe zeige. Ich hatte ja am Anfang den Wassermacher hier unten stehen. Hatte aber die Problematik beim Testlauf, dass hier nicht nur Schnee rauskam, sondern auch dieses Frostgestein. Und das hat das Ding verstopft. Und da hatte ich so, meh. So, was habe ich gemacht? Ich habe das dann also nach hier oben verfrachtet. Hier nochmal Schnee hochgetürmt. Und dann steht das Ding hier. Ansonsten, ihr seht, das kommt hier hoch. Das geht jetzt hier links lang. Weil diese Verbindung hier muss ja auch nach unten gehen. Und dann geht das hier rein. Und dann kommt das ja hier als Ressource raus. Wird sofort geschliffen. Und was ich hier schon mal habe, ist, dass dieser Stein einfach hier lang geht und da reinfällt. Ja. Und jetzt soll der Rest noch folgen. Und ich hätte ja eigentlich gerne diese elektronischen Schmelzen gehabt. Oder diese Logik-Schmelzen. Aber ihr habt das ja bei dem Preis gesehen. Da so unheimlich teuer. Machen wir so nicht. So, und jetzt wollte ich das aber auch nicht alles hier runterfallen lassen. Habe ich einmal gemacht. Das gibt genauso ein Chaos wieder wie beim letzten Mal, dass ich das alles nicht verarbeiten kann. Von daher, nee, machen wir so nicht. So, und das sind auch die Stäpsel. Wie bei dem einen. Ich stelle das mal eben, warte mal. Ja, guck mal, ich kann das hier sogar abstellen. So. Das ist schön, dass man die Dinger da so reinstapeln kann. Oh, sogar übereinander stapeln, perfekt. Ah, hier, guck mal, genau, das ist, das brauchen wir noch. Nanu, wie viele waren das? Wenn das mit den Förderbändern auch so geklappt hätte, wäre das ideal gewesen. Nee, das ist das Falsche, das muss dahin. So. Da haben wir es. Weil das plätschert hier vorne. Das ist irgendwie falsch gedreht. So. Das haben wir schon mal zu jetzt. Jetzt fällt das alles da richtig rein. Perfekt. So, dann können wir das Band jetzt weiterziehen. Da nehme ich mir dann doch mal wieder den Kahn, würde ich sagen. Schlichtweg, um hier mal Rohre reinzupacken. Und wir brauchen ja nur die geraden Rohre gerade. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß gerade gar nicht. Warte mal. Gut, wir können ja hier ein bisschen was reinlegen. Das stört ja nicht. Den Rest brauchen wir meines Erachtens nach nicht unbedingt. Das kommt jetzt drauf an. Nee, ich will das mal so bauen. Ich hoffe, das klappt. So, dass wir hier jetzt den nächsten Splitter reinhauen, der aber zur anderen Seite abwirft. Und dann können wir von mir aus zum Beispiel hier lang Gold machen jetzt. Dann machen wir da lang Edelstein. Dann machen wir zur nächsten Seite wieder Eisen. Und dann zieht sich das meines Erachtens nach relativ einfach durch. Und dann habe ich natürlich jetzt die ganzen Förderbänder nicht mitgenommen. So, das heißt, wir machen das mal lose. Genau, dann passt das mit den Dingern hier vielleicht. Achso, warte mal, das Ding muss noch ab. Ja, und das wird natürlich hier ein bisschen länger gehen. Das heißt aber, der könnte ja eigentlich direkt stehen bleiben. Und dann passt das auch mit dem Schalter. Wenn ich... Ja, doch. Okay, warte mal. Das heißt, wir brauchen jetzt hier mehrere Dinger davon abwechselnd. Und zwar machen wir mal 1, 2.
Es wäre okay, wenn er sich zur Seite neigt und ich dadurch sehe, welcher ist. Na, komm schon. Immer so ein Müh anders hinstellen und schon funktioniert nichts mehr. So, jetzt habe ich ein paar. Ich nehme mal lieber nochmal zwei mit. Wegstellen kann ich die immer noch. Ist weniger hin und her gelaufen, trotzdem. So. Also, das habe ich hier einen, der nach links abwirft. Das ist richtig, das soll er auch. Er soll genau hier lang abwerfen. Da müssen wir dann mal gucken, was das werden soll. Grundsätzlich hätte ich jetzt gedacht, wir machen das Ding hier. Oh nee, ne? Nein, da fehlt mir jetzt Fundament. Fundament? Warte mal, kann ich das platt machen? Warte. Habe doch hier Abesen. Der hebt das so an, das ist gut. Ja. Dann haben wir hier jetzt eine gerade Fläche und dann hoffe ich doch, dass wir das Ding jetzt da hinstellen können. Ja, perfekt. So, da muss das hin, ne? Ja. So. Und dann machen wir da Trichter drüber. Der kann auch eigentlich da nach oben hin und dann fällt das hier runter. Dann haben wir doch genug Höhe schon, um dieses elektrische Teil später ranzustellen, oder? So. Genau, dann kommt jetzt als nächstes so ein Teil, was nach rechts. Aber das ist nach links, rechts. So, genau, hier kommt jetzt ein Edelstein rein. Perfekt. So, dann machen wir jetzt hier wieder genau das gleiche. Genau das so lang. So. Trichter. Achso, diesen Trichter können wir auch auf der anderen Seite noch mit anbauen. So. Zack, dann fällt das da sinnvoll rein, hoffe ich doch. Also ich würde sagen, mich stellt das zufrieden. So, dann brauchen wir jetzt wieder einen, der nach rechts abwirft. Das ist wieder links. Das ist rechts. So. Trichter. Und dann bräuchten wir jetzt hier noch den. So. Genau, dann brauchen wir hier noch mehr Pipes dann. Aber die haben wir ja hier liegen. Und dann können wir die nämlich schon mal nehmen. Gott, diese Rotation, so. Dann können wir das von mir aus gleich, ja, nochmal bauen. Müssen wir hier schon mal wegnehmen. So. Du kommst mal weg. Dann brauchen wir den nicht mehr. Ja, komm ein Stück ran. So, ne? Das heißt, genau. Und dann passt das nämlich auch mit den Schaltern, wenn wir die dann hätten. So, pass auf, wir bauen das jetzt mal hier einfach erstmal weiter. Ja. So. Waren auf jeden Fall nicht genug Rohre, wollte ich sagen. So. Rechts. Das können wir ja hier tatsächlich schon mal anbauen. Rechts. Links. Da haben wir schon einen stehen, aber wir nehmen den trotzdem. So. Jetzt bräuchten wir eigentlich doch mal einen rechts. Perfekt. Ach so. Brauchen wir?
Gut, am Ende bleibt ja nichts mehr übrig dann, ne? Also das müsste ja wahrscheinlich trotzdem gehen, sondern machen wir das hier nochmal gerade. So, weil wir müssen ja den hier hinstellen. Dann den hier. Und da, eigentlich brauchen wir die Kreuzung ja hier nicht, ne? Wir brauchen ja einen Bogen dann am Ende. Genau, da muss ein Stöpsel rein. Habe ich mich jetzt irgendwie verzielt? Warte mal. Rot, grün, blau. Der. Tatsache. Und der hier. So. Das heißt, wir brauchen die Kreuzung doch sehr wohl. Ich wollte gerade sagen, habe ich keinen Bogen mehr? Aha. Doch, hab's. Ne. Da. So. Naja, das fängt im Kern zu spät an, ne? Also sinnvoller wäre gewesen, die jetzt hier zu tauschen. Ah ne, geht nicht, weil hier die Verbindung nach unten ist. Ich könnte sonst die Verbindung nach unten auch nochmal nach hinten versetzen. Oder? Ich könnte sie einen nach hinten versetzen. Ach nee, das geht nicht. Das ist ja wieder diese Bogenform, die es nicht gibt. Nee, dann muss das so bleiben. Dann ist das schon ganz richtig so. Mal kurz gucken, was ich da jetzt gebaut habe. Mensch, ich will da hoch. Danke. Ach, da steht ja nicht, ob die nach links oder rechts rauswerfen, aber ich kann es an der Ecke sehen. Okay. Richtig, 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 auch richtig. Richtig, 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 richtig. Das heißt, ich brauche noch ein gerades und ein gebogenes, normales Rohr. Und ein Stöpsel. Ja, komm, das machen wir jetzt so. Ach ne, ich brauche eigentlich kein gebogenes Rohr. Das ist ja dem Rohr, also das ist quasi Band und Rohr, egal, wie das Rohr da durchgeht. Das heißt, ich brauche nur so. Und dann brauche ich auch keinen Teiler mehr. Oder keinen Sortierer, weil am Ende gibt es nur eins, aber das heißt, ich bräuchte einen Abknicker nach rechts. Und das müsste das hier sein. Ja, nach rechts. Weil mehr bleibt nicht übrig. So, noch ein gerades Band. Ja, und dann sind die Förderbänder hier auch schon beide wieder weg. Krass, was sich alles so verarbeiten lässt, hä? So. Die einzige Herausforderung jetzt ist, die ganzen Ressourcen zu kriegen, um es zu sortieren. Oh, warte mal. Die sind jetzt aber relativ groß. Ach, guck mal, da ist noch das Ding. Nein. Das habe ich vergessen. Das muss hier zwischen. Das heißt, wir brauchen noch mal eins, was nach links rauswirft. Aber das ist soweit okay. Dann muss ich ja nur noch mal so eine gute Schmelze holen. Jetzt wäre perfekt, wenn wir irgendwas hätten, um das nach Einstellungen abbauen zu können. Das Teil habe ich ja. Das ist das hier. So, warte mal, wie funktioniert das? Verbindet sich mit einem geraden Förderband. Schneidet Ressourcen auf die gewünschte Größe zu. Das heißt doch, dass ich jetzt richtig hart im Nehmen bin. Pass auf, wir brauchen jetzt mal eins. Und ich kann das doch da oben machen, oder? Ich hole noch mal ein gerades Rohr.
Dann habe ich das Teil da drauf auf ein gerades Förderband. Ja, gerades Förderband ist ein bisschen schwierig, wenn das hier ein gebogenes ist, ne? So viel dazu. So, gerades Förderband. Brauchen wir ein zweites? Eigentlich ja nicht, ne? So, da muss jetzt eine Schalttafel ran. Da muss ich nämlich sagen, wie viel da rein soll. Und dann nehme ich die hier. Wo ist jetzt der Hammer? Da hinten. Das mache ich mir jetzt quasi einmal einfach. Der Wert ist eh gesetzt. So. So. Und einen Wert von 1. Zeigt er mir das irgendwo? Muss ich mal kurz hochgehen. Aber ich nehme die ganzen Sachen mit. Und das Gute ist, guck mal, dann habe ich nämlich, das müsste bei den Sachen doch bestimmt auch gehen, dass er mir da einen abschneidet. Also er zeigt es nicht. Er hat kein. Oder ist das da ein Display? Ach, da kommt's raus. Ah! Gut, 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 gut. Dann. Zack. So, ich habe jetzt hier zwei Sperrhähne, ne? Habt ihr vielleicht schon gesehen. Einmal für die Bohrer, dass nichts Neues kommt. Und einmal, damit ich hier arbeiten kann. Was ist hier los? Ist was kaputt? Es ist was kaputt. So, die sollen anhalten hier. So, und das hier oben arbeitet weiter. Die Förderbänder laufen. Ist das euer Ernst? Wie habt ihr jetzt euch entschieden, wonach ihr euch verteilt? Okay, also so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Also hier ist irgendwas. Okay, pass auf, wir haben hier Gold. Das ist schon mal hilfreich. Ah, wir können sagen, wir machen hier vorne Gold. So. Da ist nichts drin. Ah, hier ist eine ganze Menge an. Der hat einfach wahllos sortiert, kann das sein? Was ist das hier? Diamant. Pass auf, wir lassen sie erstmal hier liegen. Dann müssen wir das anders machen. Dann muss ich hier das quasi händisch rauflegen. Ah! Komm ran! Oh nein, jetzt komme ich da nicht ran. Doch, jetzt. Nee. Okay, wenn das jetzt nicht auf Anhieb gleich klappt, dann baue ich da tatsächlich noch mal ein zweites Förderband zwischen. Also, da ist der Punkt. Sehr schön. Haben wir. Da waren die Förderbänder zu schnell. Der Druck ist echt gut. Also, ihr seht ja, die Förderbänder rennen ja hier richtig. Also, das heißt, wir haben Gold. Dann machen wir hier von mir aus das Zeug. So, ist hier schon irgendwas drin jetzt? Hier, man weiß es nicht. Das nehmen wir mal hier raus. Ach, guck mal, hier ist so ein Splitter. Aber der Splitter hat durchaus mehr drin als das. Oder wohl, wir haben nur eins abgeschnitten. Ne, eins sollte schon passen. So, jetzt ist hier das Ding zu. Warum ist das Ding zu? Ich brauch mal den Hebel, würde ich sagen. Genau, da ist nämlich was drin.
Pass auf, ich sammle das doch mal im Eimer und dann gabel ich das aus dem Eimer. Wo habe ich den Eimer jetzt liegen lassen? Man weiß es nicht. Da ist er doch. Das brauchen wir, das brauchen wir. Wo ist das Eisen? Da ist Eisen. Nein! Nein! So, da ist der Punkt. Okay, so, dann jetzt hier Diamant. Oder was heißt Diamant? Rubin? Perfekt. Jetzt hier, der ist Diamant. Perfekt. So, dann haben wir. Ach, guck mal, wir können ja noch da abwerfen, ne? Ja, perfekt. So. So. Achso, die hängen in der Luft. Wenn ich das gewusst hätte. Warte mal, geht das überhaupt so mit dem? Das ist mit dem. Ich nehme mal lieber ein Nugget. Wir haben doch bestimmt schon irgendwo ein Eisen-Nugget. Ja, echt nur. Na, mal sehen. Vielleicht funktioniert es ja mit dem. Mich gerade gefragt, ob der das überhaupt zählt. Der Rest hängt doch in der Luft, oder ja? So, dann fehlt noch was Grünes. Ich sehe es nicht. Wahnsinn. Bei dem Grün ist das Problem, dass ich das schlichtweg verkauft hatte. Das ist wirklich dreimal Eisen. So, dann nehme ich den mal ab. Und dann wird das automatisch zusammengepresst. Und dann kann ich mir so eine Strecke bauen, wo ich das quasi nach meinem Gusto mache. Guck mal, wir können das ja probieren. Da liegt ja auch schon so ein Barren. So. Geradeaus, perfekt. Geradeaus, perfekt. Ja. Nee. Schlecht. Also, Barren funktioniert nicht. Weil bei einem Barren sucht er auch wirklich einen Barren. Das heißt, das mit dem Eisen ist so keine Option. Edelsteine müssten gehen. Gut, aber das heißt, ich kann schon mal mit drei Edelsteinen nach oben. So, dann nehmen wir hier von mir aus Diamant. Ist ja nicht so wichtig. Dann nehmen wir den. Und dann nehmen wir den, wo ich noch keine Dingens habe. Dann kommt der grüne dort. Dann muss der schwarze dort. Fehlt hier nicht noch irgendwas? Da habe ich jetzt doch zu viel gebaut? Merkwürdig. Wird schon irgendwie gehen. So, das machen wir hier nochmal rein. Ich schmeiß das mal eben alles mit rein, um es leicht mitnehmen zu können. So. Das geht mir auf den Keks. So. Weil selbst wenn wir das Teil nicht am Ende haben. Abschalten müsste man das können, das wäre cool. Ach, warte mal, der schneidet doch dann von alles ein ab, oder? Also das mit den Produktionsmöglichkeiten, das müssen wir nochmal gucken. So, warte mal, warum hatte ich jetzt hier. Warte mal, Rubin, Smaragd, Saphir, Diamant. Oh, nix. Doch, das passt schon. Was habe ich denn jetzt hier oben falsch geblickt? So, weil wir haben Diamant. Also 1, 2. Also, da fehlt noch der Grüne.
Der muss dahin. Der Grüne. Und dann muss. Ja doch, dann kommt der Rest da. Egal, ich sehe nicht durch. So, wir müssen jetzt dann unten die Pressen anmachen, würde ich mal sagen. Das können wir reinräumen, wenn wir mal wissen, was wohin kommt. So. Das an. Achso, siehst du, ich kann hier noch die Trichter aufbauen. Das hilft mir persönlich jetzt auch dabei, zu sehen, wo was runtergeht. Das stellen wir da schon mal ran, auch wenn da gerade nichts kommt. Ah, dann brauchen wir auch so ein Teil nochmal, ne? Jo. So, was passiert hier? Gold. Sollte hier eigentlich nicht runterfallen, sobald ich da einen Trichter habe. Ach, guck mal, Eisen wollte ich doch noch haben. Das kommt doch da gerade. Ach, hier hängt es doch auch schon, ne? Eisenerz, perfekt. So, das haben wir hier. Genau, da machen wir jetzt Eisen hin. So, Eisenbarren. Was haben wir hier? Nix. Was ist das hier? Gold. Oder will er mir jetzt sagen, die Trichter hängen so weit oben, dass es trotzdem daneben fällt? Wir werden das beobachten. So, da ist was Grünes, perfekt. So. Rot, dann blau und dann kommt hier grün hin. Genau, weil der fördert hier zur anderen Seite weg. Und da wäre jetzt die Frage, warte mal. Was hatten wir gesagt? Wir hatten Gold. Das Zeug hier. Dann kommt Eisen. Clothium brauchen wir noch. Clothium und dann haben wir noch das andere Zeug. Was ist das hier? Clothium, perfekt. Clothium. Gut, das andere Zeug kriegen wir ja hier nicht, ne? Haben wir festgestellt. Das ist eigentlich gar nicht so, so doll wichtig, quasi. Das ist hier schon falsch sortiert. Lotium. Und hier war doch. Warte mal, wie kommen wir denn da jetzt dran? So. Achso, ja genau, das brauche ich ja gar nicht. Dieses rote Ding, weil das rote kriegen wir ja gar nicht raus. So tief kommen wir ja nicht. Von daher ist doch alles okay. Das einzige ist, das schwarze Zeug, den Onyx. Das ist das einzige, was übrig ist. Und dazu bauen wir jetzt den Krams ab. Nehmen den raus, setzen den dahin und den hier hin. Ich sehe nichts. So, und dann passt das. So, und das sollte dann jetzt eigentlich nicht mehr so sein, dass das dann hier rumliegt. So, warte mal, wo ist der Eimer? Oder ein Eimer? Nehmen wir einen Eimer. Den müssen wir, glaube ich, noch manuell reinschmeißen, weil das filtert er ja nicht, haben wir ja gemerkt. Ah, da sehen wir nicht, was da jetzt ist. Warum eigentlich nicht? Blau-grün. Gut, dann müsste ich da vielleicht noch mal Schalter holen, aber grundsätzlich passt schon mal. So. 800.
Ja, okay, das war. Da fehlt jetzt Autoreparatur, aber grundsätzlich. Ja, die Förderbänder laufen auch nach, habt ihr gemerkt, ne? Die waren gerade noch aktiv. So. Quasi hier ist grün, blau, dann ist hier rot, wo nichts drin ist. Okay, Gold, das Leuchtezeug, Eisen, Clothium. Dann machen wir Clothium da auch wieder rein. Genauso wie wir Eisen hier einfach direkt reinmachen. Perfekt. Keine Sorgen mehr. Na, Clothium, Eisen. Und dann können wir doch jetzt eigentlich die Barren doch da auch reinhauen. Ist ja im Grunde genommen kein Drama. Drama, Baby, Drama. So, Eisen. Und da ist nochmal Eisen. Leuchtzeug. Roter Stein. Naja, bevor ich den in das falsche Ding werfe, aber eigentlich, hier hatten wir grün, ne? Da müsste schwarz reinkommen. Dann ist hier rot. So, blau hatte ich schon irgendwo hier liegen, ne? Ja. Perfekt. Leuchtezeug. Diamant. Der kommt hier nach vorne. Und das ist es. Das Einzige, was wir jetzt wirklich haben, ist, dass wir nicht sehen, wie viel drin ist. Ist wieder was kaputt? Nee. Das ist aber im Zweifelsfall auch egal. Können wir ja nachgucken. So, das heißt, jetzt einmal Sachen festprügeln und das Ding lose prügeln. Brauchen wir nicht mehr. Ausrangiert. Weg. Hat nicht lange gedauert, bis es weg war. Sehr gut, sehr gut. So, das prügeln wir fest. Ja, die Trichter, das scheint ja doch einigermaßen gut zu funktionieren, ne? Hab gerade überlegt, ob man sagt, die setze ich doch mal um. Ah, wo war das Rohr? Und da kam wieder ein Diamant oder Edelstein. Dieses Rauschgeräusch ist an der Stelle sehr zufriedenstellend. So. Kurz gucken, ob was rumliegt. Sieht aber nicht so aus. Scheint gut zu funktionieren. So, dann gucken wir mal. So schnell kann ich gar nicht gucken. Doch, das fällt aber gut rein hier. Ja. Okay. So, wir hatten gesagt, 800 von dem hier. Braucht noch einen Moment anscheinend. So, die Luken sind zu, wenn da schon mal ein Stein durchgefallen ist. Das heißt, es kam noch kein Diamant. Kein roter? Ist das richtig? Das muss ich mir nochmal angucken. Dass ich das verdrieselt habe da oben. Na? Komm schon, danke. So, hier ist Diamant. Genau, da ist auch Diamant drin. Da ist ein roter und da liegt auch. Doch, da liegt auch rot unten drin. Okay. Das passt. Da kommt ein grüner. Perfekt. So, da sieht man, ne, noch ein grüner. Und drin ist er. Perfekt. Eigentlich bringt der Trichter auf der Höhe gar nichts, ne? Es fällt einfach also direkt durch. Und wenn ich das jetzt eine Ebene tiefer setze.
weil das schließt jetzt wirklich richtig ab, ne? So, es wird ja wahrscheinlich gleich Gold kommen ein bisschen, oder? Da. Naja, es ist. Ja. Also es ist okay so, ne? Es ist, glaube ich, garantiert ein bisschen eher, dass es nicht vorbeifällt. Oh, hier. Das ist halt der Nachteil, ne? Wenn wir sowas haben. Das können wir nicht mehr selber reinmachen. Dann gut, ich müsste es dann vorne aufs Band legen, ne? Das würde ja auch gerade so noch gehen. Ja, das ist es. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich würde das jetzt hier ein wenig laufen lassen. Und dann euch wieder zuschalten, wenn wir denn diese komische Anlage da hinten also anschmeißen, bedienen mit ihren Ressourcen, wie auch immer. Fantastico. Ich freue mich wie ein Schneekönig darüber, dass das hier alles läuft und funktioniert. So. Also, ne, das ist, wenn es ruhig ist, habe ich immer das Gefühl, dass was kaputt. Aber ne, läuft. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne wieder ein. Ansonsten lasst euch gut gehen, haltet die Ohren steif. Tschüss.